Jahresrückblick 2016 im Heidelberger Rathaus. 2016 war ein sehr turbulentes Jahr. Was ist bei Ihnen, Herr Professor Würzner, hängen geblieben von dem Jahr 2016? Ich bin sehr froh, dass wir hier in Heidelberg es erreicht haben durch, ich glaube, eine sehr offene Kommunikation, auch zu sehr schwierigen Themen mit der Bevölkerung, eine Dialogplattform gefunden zu haben. Man hat noch das Gefühl, man arbeitet gemeinsam an der Lösung von Problemen. Das ist auch die Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Das ist der Weg, den ich auch gerne in Zukunft weitergehen wollte. Und ich glaube, das ist ein sehr erfolgreicher. Wenn Sie jetzt an die Ereignisse denken, welches waren die wichtigsten so für Sie in 2016? Also bezogen auf Heidelberg, ja, ich glaube, wir haben eine fantastische Entwicklung im Bereich jetzt der Entwicklung der Stadt. Wir werden national und international wahrgenommen. Es sind sehr viele Menschen in Heidelberg zufrieden mit der Situation. Viele von außerhalb würden gerne hier wohnen, würden gerne hier einen Arbeitsplatz, hier einen neuen Arbeitsplatz finden. Das hilft uns auch bei der Entwicklung der Konversionsflächen. Also von daher eine sehr positive Entwicklung. Wir haben große Projekte vorangebracht, das Konferenzzentrum. Wir haben eine klare Entscheidung getroffen, nicht nur, dass wir bauen, sondern auch, wo wir bauen. Also am Bahnhof, jetzt auf einer Fläche, die uns gehört. Es gibt natürlich aber auch Sachen, die uns auch negativ betroffen haben in Heidelberg, dass wir die Campusbahn nicht realisieren konnten, ist für meine Begriffe wirklich, also für mich gar nicht vorstellbar gewesen, ein so wichtiges Verkehrsprojekt nicht gefördert zu bekommen, weil dagegen die Universität geklagt hat, erfolgreich geklagt hat. Das stellt uns für große Herausforderungen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und im abgelaufenen Jahr gab es natürlich auch Ereignisse, die einen persönlich sehr getroffen haben. Der tödliche Unfall von Ben beispielsweise steckt uns alle noch in den Knochen. Auch wenn wir jetzt im Bereich des Sicherheitsverkehrsmanagements einiges verändern werden, auch Gutachten, was wir noch verbessern können. Aber das hat einen natürlich auch persönlich betroffen. Das letzte große Thema dieses Jahr in Heidelberg im Gemeinderat ist der Doppelhaushalt. Wo werden da die wichtigsten Schwerpunkte gesetzt? Die wichtigsten Schwerpunkte von mir sind auch wie in den vergangenen Jahren Bildung, Bildung, Bildung. Ist für mich das Wichtigste überhaupt. Deswegen investieren wir dort den größten Anteil des kommunalen Haushaltes. Wir haben sehr viele Maßnahmen auch im Bereich der sozialen Unterstützung. Wir sehen auch die positiven Ergebnisse. Wir haben es erreicht, dass Heidelberg in Deutschland die Stadt ist mit dem besten Schulbildungssystem und den besten Abschlussklassen, die vor allem auch den Kindern eine Perspektive bietet, die ansonsten nicht die Unterstützung von dem Elternhaus so bekommen können. Und welche Wünsche haben Sie für 2017 persönlich, aber auch für die Stadt? Persönlich? Ich sage immer, mein größter Wunsch ist, ein bisschen mehr Zeit zu haben für meine Familie und auch für einen selber ein bisschen mehr. Für die Stadtgesellschaft, dass wir es weiterhin schaffen, dass die Menschen Heidelberg als eine Stadt empfinden, in der man zusammensteht, auch wenn mal Probleme entstehen, in der man offen Probleme auch anspricht, in der der Diskurs und der Dialog gepflegt wird, damit diese Gemeinsamkeit und diese Gemeinschaft auch nicht auseinanderbricht. Das wünsche ich mir auch für Deutschland, wünsche ich mir eigentlich auch für alle anderen Länder dieser Welt, wo leider zum Teil ein entgegengesetzter Trend momentan erkennbar ist.